Der linke Hinterreifen ärgert mich. Ich habe ihn auf der Innenseite schon gepflegt, da steckt ein Stück Draht drin, hat also Luft gelassen. Aber nach diversen Tagen musste ich wieder aufpumpen. Jetzt will ich der Sache auf den Grund gehen. 2,0 Bar ist jetzt drin. Da sieht man die gepflegte Stelle. Was haben wir denn da? Also ich kann keine Bläschen erkennen. Na, da an der Flickstelle. Da steigen Bläschen drauf, ganz knapp. Irgendwas hat da dann nicht ganz gestimmt. Eins. Noch eins. Ja. Also werde ich jetzt nochmal mit dem Vulkanisierstreifen probieren. So, das sind die Vulkanisierstreifen. Also anscheinend war der erste Versuch nicht so gut gelungen. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt lasse ich das noch ein bisschen trocknen. Das soll ja trocken sein. Den Vulkanisierstreifen kann ich schon mal vorbereiten. Das ist eine pappige Angelegenheit. Und hier durch diese Öse muss man das durchziehen. Oft eine mühsame Geschichte, teilweise mit der Zange. Ungefähr bis zur Hälfte. Okay, das wäre schon mal soweit vorbereitet. Jetzt muss ich nur mal schauen. So, das wird jetzt anmassiert.
Ja, freilich. Man sollte schon darauf achten, dass nicht die komplette Luft rausgeht, weil dann mit dem Aufblasen ist wieder schwierig. So, jetzt wird dann der Blitzwechsel erfolgen. Ich mache hier das noch so ein bisschen ein. So, und jetzt soll man diese Ösenstück ohne zu drehen wieder rausziehen. Und dann verschließt man freilich so, also nicht. Ja, hier ist extra dieser Stopper dran gemacht, weil wenn man das komplett reindrückt, weil da ist dann kein Widerstand, dann ist es meist undicht. Wenn das jetzt nicht dicht sein sollte, dann nehme ich den Stopper ab und dann gibt es noch einen Versuch. Okay, jetzt überprüfen wir mal. So, ich sehe jetzt keine Bläschen aufsteigen. Scheint geklappt zu haben. Aber wie gesagt, ich habe noch die Option, dann bei diesem Ösenstück diesen Platzhalter dann wegzulassen und etwas weiter reinzudrücken. Jetzt muss man noch dieses überschüssigen Vulkanisierstreifen mit Teppichmesser oder irgendwie abschneiden. Ich habe das überschüssige Stück jetzt mit einer Schere abgeschnitten. So, also es schaut gut aus. So, Reifen ist montiert. Also beim Sägerring, wenn man sicher gehen will, dass er eingerastet hat, muss der sich drehen lassen. Dann weiß man genau, dass er fest ist. Ich habe schon ein paar Mal Reifen unterwegs verloren, war auch nicht so erquicklich.